vielen Dank für die freundlichen Worte. Und ich freue mich sehr über den Ausflug mal wieder nach Frankreich aus der Geldgeschichte, mit der ich im Moment zumeist zu tun habe, mit sozusagen wieder Geistesgeschichte und Kulturgeschichte und Intellektuellen und Frankreich zu tun zu haben. Und ich habe Herrn Schapacher kennengelernt Anfang 2018 bei einer Tagung in Jena über Demokratieverachtung. Und ich glaube, das wird vielleicht was sein, wo es heute wieder darum gehen wird, um Demokratie, um das Unbehagen an der Demokratie und die Frage, wie radikal sind mögliche Antworten. Aber jetzt zu unserer Hauptperson, Herrn Schapacher. Den vorzustellen gar nicht so einfach ist, weil er so einen, wie ich finde, beeindruckend vielfältigen und eigensinnigen Lebenslauf hat und auch ja, vor allem, finde ich, dafür steht, den intellektuellen Brückenschlag zu versuchen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften und insbesondere zwischen Mathematik und Geschichte. Herr Schapacher hat Philosophie und Mathematik in Bonn, Göttingen und Berkeley studiert und dann auch in der Mathematik promoviert. Das Thema konnte ich mir nicht merken, so kompliziert, aber das Habilitationsthema, das weiß ich. Aber er war dann zunächst eben promovierter Mathematiker in Göttingen. Dann hat er sich 1986 mit einer Arbeit über die Größencharaktere von Erich Hecke habilitiert, war dann Heisenberg-Stipendiat, dies alles noch in der Mathematik in Bonn am MPI von 87 bis 91 und ist seit 91 bis vor ganz kurzer Zeit Professor für Mathematik an der Universität in Straßburg gewesen, jetzt kürzlich emeritiert und hat in dieser Zeit aber viele Wissenschaftsorte auf der Welt kennengelernt. Er war in Berkeley, in Princeton, in Cambridge, in Paris natürlich, in Zürich und auch in Mumbai tätig und ist dann, das hat er mir heute noch erzählt, so ungefähr ab Anfang der 2000er Jahre von der Mathematik eben in die, stärker in der sozusagen von der richtigen Mathematik in die Wissenschaftsgeschichte, in die Geschichte der Mathematik übergewechselt und hat sich da insbesondere mit der Frage beschäftigt, welche ja, Verantwortung Wissenschaft hat und eben auch, dass auch Naturwissenschaften eine politische Dimension haben und das wird vielleicht heute Abend ja auch nochmal, zumindest bei einem ihrer beiden Fallbeispiele, zu fragen sein. Er war dann oder ist immer noch Mitglied der Forschungskommission zur Geschichte der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in der NS-Zeit und Mitglied der Internationalen Historischen Kommission zur Geschichte der Medizinischen Fakultät der Reichsuniversität Straßburg von 1941 bis 1944. Außerdem Mitglied des Ethikkomitees der European Mathematical Society, das ist, glaube ich, seit 2014. Und schon seit 2011 auch Direktor der Forschungsgruppe zur Geschichte der Mathematik in Frankreich, die in Straßburg bei ihm angesiedelt war. Und gleichzeitig aber eben immer auch in der Lehre zumindest noch in der Mathematik verwurzelt. Also tatsächlich ein interdisziplinärer Lebenslauf. Sein Publikationsverzeichnis ist, ich finde, so multiperspektivisch, dass ich das nicht versuche jetzt mit einzelnen Texten abzuspielen. Aber er hat auch vor allem in den letzten Jahren über große Figuren der Wissens- und Wissenschaftsgeschichte publiziert, unter anderem über Eminöter, Paul Valéry oder Wittgenstein. Und ich glaube, jetzt in den nächsten Wochen wird sein Beitrag erscheinen über die NS-Akademie der Wissenschaften zu Göttingen in einem Sammelband, der Forschen im Zeitalter der Extreme heißt und aus einer Ringverlosung heraus entstanden ist, also jetzt demnächst vorliegen sollte. Und beginnt jetzt ein neues Projekt zur Geschichte der International Mathematical Union, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Das ist sozusagen jetzt das, woran er sitzt. Aber heute wird es auch um die Geschichte der Mathematik gehen, aber auch um die Geschichte der Begegnung zwischen zwei intellektuellen Zirkeln, zwischen zwei Ländern, zwischen zwei Personen. Und dann übergebe ich einfach das Wort an Herrn Schapacher für den Vortrag über deutsch-französische Konversation in den 30er Jahren. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für diese sehr freundliche Einführung, reichhaltige Einführung. Das Thema sehen Sie und ich beginne gleich mit meinem Vortrag, weil man mir ans Herz gelegt hat, dass ich die Zeit nicht überschreiten soll. Ich sage Ihnen aber nicht, welche Zeit ich nicht überschreite. Jedenfalls, das ist der Outline dessen, was ich sagen möchte. Ich fange mit einer Vorbemerkung an, dann habe ich zwei Momentaufnahmen, einmal vor 1933 und einmal 1935 zu den Akteuren, die ich bis dahin
vorgestellt haben werde. Und am Schluss geht es, das ist in gewisser Weise das Ziel des heutigen Vortrags, um Probleme der historischen Einordnung dessen, was wir dann im Laufe des Vortrags kennengelernt haben werden. Das ist mein ungefähres Programm. Ich möchte zunächst sagen, dass ich ganz besonders glücklich bin, heute hier im Einstein-Forum vorzutragen, gleichzeitig aber auch etwas wehmütig dabei, weil das letzte Mal, als ich einen Vortrag, das ist jetzt schon einige Jahre her, ich habe auch nicht genau nachgeguckt, wann, weil das aus einer Zeit stammt, wo mein Kalender noch nicht elektronisch im Computer war, aber das letzte Mal, als ich vorgetragen habe, war das noch von Matthias Kross betreut und eingeladen, und daran denke ich natürlich heute auch für die, die ihn kennengelernt haben. So, fangen wir mit der Vorbemerkung an. Wie aus der sehr freundlichen Einleitung ja Sie schon wissen, bin ich Mathematikhistoriker, und daraus kommt auch das Thema, von dem ich heute berichten werde. Ich muss mich, bevor ich anfange, in gewisser Weise entschuldigen. Das Thema, das ich gewählt habe, Ordre Nouveau, Rote Kapelle, ist ein reißerischer Titel, weil die Rote Kapelle, diese Widerstandsgruppe um Harold Schulze-Boysen, natürlich erstmal den Namen von der Gestapo bekommen hat und sich als solche, also dann, die als solche nur genannt werden kann zu einer Zeit, die ich nicht mehr berühren werde. Das ist sachlich völlig gerechtfertigt, weil ich selber kein Experte für die Geschichte des deutschen Widerstands bin. Ich werde aber auf diesen Punkt ganz am Ende meines Vortrags noch einmal kurz reflektierend zurückgehen. Ich will nur gleich am Anfang gesagt haben, dass meine Momentaufnahmen, wie ich es genannt habe, nicht wesentlich über 1935 hinausgehen werden. Erste Momentaufnahme vorher, vor 33, 1929 etwa bis Anfang 33. Bevor ich in diese Zeit als Zeit einsteige, geht es darum, einige Personen vorzustellen. Und die erste Person, die der Grund dafür ist, warum ich hier überhaupt vortrage, und eine Person, mit der ich mich seit ungefähr 9 Jahren beschäftige, man schlägt sich sehr viel damit herum, Unterlagen über ihn zu finden, ist Claude Chevallée. Wenn Sie einen Mathematiker diesen Namen sagen, sagt er, ach ja, Chevallée, ist jedenfalls bekannt, der hat vielleicht nicht seine Werke gelesen, der Mathematiker, aber er kennt diesen Namen. Wenn Sie einige Historiker der 30er Jahre fragen, dann kennen Sie auch Chevallée, wegen sehr politischen Aktivitäten, über die ich gleich reden werde. Und sonst ist er vielleicht nicht sehr weit über diese beiden Perspektiven hinaus bekannt. Kurz vorgestellt, seine Eltern einerseits Philologen, Anglisten, und der Vater französischer Diplomat, Abel Chevallée. Deshalb ist er in Johannesburg geboren. Die Eltern haben das Oxford Concise French Dictionary rausgegeben, das sehr viele Leute benutzt haben. Beide, das ist in Frankreich doch erwähnenswert, es gibt ja nicht so viele Beispiele dafür, beide Eltern sind Protestanten. Er macht eine typisch französische Elite-Ausbildung, Lycée Louis le Grand, École Normale Supérieure. Er kriegt seine Aggregation, also das Recht, dann an der höheren Schule zu unterrichten, 1929 in der Mathematik. Und aus dieser Zeit, also aus der Zeit, wo er aus der École Normale Supérieure ausscheidet und einer dieser Elite-Mathematiker ist, die von diesen Pariser Institutionen zu der damaligen Zeit produziert wurden, stammt auch der erste Kontakt zu einer weiteren zentralen Figur, die ich gleich dann auch noch vorstellen werde, nämlich Arnaud Dandieu. Ich erwähne das aber hier, weil dieser Kontakt wirklich direkt über den Vater Abel Chevallée geht. Der Vater hat nämlich diesem Arnaud Dandieu, der vom Beruf her einfach in der Bibliothèque Nationale als Bibliothekar gearbeitet hat, übrigens in derselben Abteilung der Bibliothèque Nationale wie Georges Bataille, die sich also täglich dort sahen. Dieser Arnaud Dandieu kriegt vom Vater von Chevallée vermittelt die Möglichkeit, sein Buch über Marcel Proust zu veröffentlichen in einem Verlag, der
halb Englisch, halb Französisch ist, halb in Großbritannien und halb in Frankreich angesiedelt ist. Und dieses Buch ist in der Tat sehr aufschlussreich, wenn man die spätere Geschichte von Arnaud Dandieu und seine Aktivitäten kennt. Es ist eine Analyse, eine psychologische Analyse von Prousts Werk, wo gewisse Schlüsselelemente der Proust-Romane, also die Madeleine, die in den Tee getunkt wird, in gewisser Weise als ein wissenschaftliches Objekt analysiert wird. Also man kann, besonders wenn man es von hinten her liest, von dem, was Arnaud Dandieu später und mit Chevalet auch veröffentlicht, da schon den Ansatzpunkt vieler Dinge sehen. Wie auch immer, zurück zu Chevalet. Als Mathematiker bekommt er diverse Forschungsstipendien der Rockefeller Foundation in Deutschland und dann auch in Japan. Und er bekommt dann seine erste Stelle, eine Forschungsstelle am CNRS. Nur CNRS ist nicht genau dasselbe damals, das gibt es noch nicht, was es heute ist in Frankreich. Wie auch immer, eine Forschungsstelle für Mathematik. Und er vertritt diverse Professuren während der Zeit auch, wie auch immer. Dann ist er einer der Gründerväter dieser großen Mathematiker-Aktion Bourbaki, die die gesamte Mathematik neu schreiben, dazu später noch ein bisschen mehr. Und nur um ganz kurz den Ausblick zu geben auf die Zeit, über die ich heute Abend aber nicht reden werde, ist, er ist dann ab Ende 38 am Institute for Advanced Study in Princeton, also bei Einstein, wir sind ja im Einstein, aber Nachbar davon sitzt er, und dann ab 1949 Professor an der Columbia University, und es gelingt ihm erst 1957, die Widerstände, die es in Frankreich gegen seine Rückkehr gibt, zu überwinden, aber das ist nicht mein heutiges Thema, aber trotzdem noch einen weiteren Ausblick auf die letzte Phase seines Lebens, wo er dann noch einmal neben seiner mathematischen Forscher- und Lehrtätigkeit auch politisch aktiv wird, nämlich zusammen mit Alexandre Grothendieck in dieser ökologisch-politischen Bewegung, die, Entschuldigung, die schlechte Qualität dieses Fotos aus dem Internet, Survivre, die später Vivre et Survivre, diese Gruppe und diese Zeitschrift, wo Chevalet als, kann man vielleicht sehen hier, als Redakteur, als Chefredakteur auftritt. Also das ist eine späte Phase, über die aber heute nicht geredet wird. Soweit zur ganz kurzen ersten Vorstellung von Chevalet. Zweite Person, die außerordentlich wichtig ist und die besonders heute für die Historiker wichtig ist, weil über ihn wir an Dinge rankommen, die sonst, an Dokumente herankommen, die sonst verloren sind. Das ist der sich in Frankreich Alexandre Marc nennt, der aber geboren wurde als Alexander Markowitsch Lipjanski, ein Jude aus Odessa, der also als Kind mit seinen, also als Jugendlicher nach Paris kommt, dann eben französisch ist und dort gut eine sehr gute Ausbildung in Paris macht, ein Studium der Philosophie beginnt, und dieses Studium der Philosophie 2 Jahre lang in Jena in Deutschland weiter treibt. Das ist gut, das ist so. Und aus Jena bringt er dann mit zurück bei seiner Rückkehr nach Frankreich eine Philosophie, die er selber Personalismus nennen wird. Das Wort Personalismus als Wort taucht vereinzelt im Werk von Max Scheler auf. Und in der Tat gibt es einen Einfluss sowohl von Max Scheler als auch William Stern, also zwei deutschen jüdischen Philosophen der damaligen Zeit, aber das ist nicht nur Scheler und nicht nur Stern, sondern es ist auch noch, wenn man das bei Marc versucht genauer zu bestimmen, eine starke Beimischung des katholischen Philosophen Maurice Blondel aus Frankreich. Ich werde gleich noch etwas mehr zur Erläuterung dieser Doktrin des Personalismus sagen. Jetzt schon auf den letzten beiden Bildern ist da links oben ein Fluchblatt der Zeitschrift Plan zu sehen. Bei Plan ist Alexandre Marc ein wichtiger Mitarbeiter in diesen Jahren, über die ich jetzt gerade rede, also insbesondere 30, 31 und 32. Und er ist aber bald nicht der Einzige. Plan ist eine sehr, sagen wir mal, sehr gut opulent ausgestattete Zeitschrift mit einem wichtigen Fototeil, Le Corbusier,
veröffentlicht da. Es gibt also einen wichtigen Kulturteil, aber es gibt eben auch jede Menge politische Artikel in dieser Zeitschrift Plon. Und es ist von dieser Gruppe sehr früh diese erste deutsch-französische Aktivität der Gruppe um die Zeitschrift Plon heraus zur Zusammenarbeit mit Deutschland, insbesondere mit Deutschland, aber auch mit Belgien und mit Gruppen in Großbritannien, angeregt worden und durchgeführt worden, die Sie hier unten bei diesem Ausschnitt sehen. Und wer ist die Kontaktperson, die die Zeitschrift Plon ihren Abonnenten im Hinblick auf Deutschland empfiehlt? Es ist Harro Schulze-Boysen. Diese Zusammenarbeit, diese Kontaktaufnahme mit Deutschland führt zu einem ersten, insbesondere von Harro Schulze-Boysen, den ich gleich noch etwas weiter vorstelle, organisiertes Treffen in Räumen der Universität Frankfurt. Das ist ein Treffen, das 7. und 8. Februar 1932 stattfindet. Das sind ungefähr 100 Leute, die sich da treffen. Also Franzosen, Deutsche, aber auch Belgier und einige Engländer. Und Sie sehen hier eher positiv erstmal die Ankündigung links und dann einen Bericht, am Beginn eines Berichtes über dieses Treffen. Das klingt alles sehr positiv. In Wirklichkeit war es kein so großer Erfolg. Also die Idee war, junge, politisch interessierte Gruppen aus diesen Ländern zusammenzubringen und zu einer Zusammenarbeit anzuregen. Und das gelang nicht wirklich, sagen wir mal so. Ich muss auf meine Zeit achten, ich will nicht in mehr Einzelheiten gehen. Hier noch einmal Reklame für die Zeitschrift Plon. Jetzt ganz konkret, 32, eine Partnerzeitschrift angegeben, nämlich die Zeitschrift der Gegner, welche unter anderem von Harro Schulze-Boysen herausgegeben wurde. So, der wurde jetzt schon zweimal erwähnt, das ist meine dritte Hauptperson und die Person, die ich auf der deutschen Seite als Individuum heraus isoliere. Ich habe jetzt, um es schnell zu machen, aus dieser sehr schön kommentierten Briefausgabe, sehr wertvollen Briefausgabe, Briefe insbesondere mit der Familie von Harro Schulze-Boysen, die von Hans Koppi und Gertje Andresen, wann war das, 2000 oder so, herausgegeben ist. Diese ganz kurze Zusammenfassung: Bereits als Heranwachsender war der Sohn eines kaiserlichen Marineoffiziers und Großneffe des legendären Admirals von Tirpitz politisch sehr interessiert, engagierte sich im Jungdeutschen Orden. Der Jungdeutsche Orden, eine aus einem Freikorps entstandene rechtsradikale, antisemitische, nationale Vereinigung mit einem Ordensmeister, einer charismatischen Figur, Arthur Maraun, die also in der Mitte der 20er Jahre alle diese Adjektive, die ich gerade benutzt habe, voll einlöst. Dann aber Ende der 20er und insbesondere also auch ein Programm vertritt, das gegen den, wie Maraun das immer formulierte, Parteiismus ist, also gegen eine Demokratie der verschiedenen Parteien und stattdessen eine einige auf die Jugend bauende, aber auch auf Freikorps- und Frontkämpfermentalität gegründete nationale Bewegung dem entgegenstellen will. Gut, so ist das. Ende der 20er Jahre schwächt Maraun und schwächt der gesamte Jungdo, so wird das unter den Anhängern genannt, der Jungdeutsche Orden, seinen Extremnationalismus und Antisemitismus etwas ab und will dann am politischen Leben, an Wahlen und am Parteistreit teilnehmen. Das ist also eine gewisse Entwicklung, aber ursprünglich, also Schulze-Boysen ist da sehr aktiv und begeistert davon, als er in der Mitte der 20er Jahre als Student der Jura in Freiburg anfängt. Das ist so, daher kommt er, ja, das ist der Hintergrund. Dann aber entwickelt sich das weiter und die Zeit, in der wir jetzt ihn näher sehen, erstmal 31, 32 und 33, da ist er dann insbesondere Redakteur dieser Zeitschrift Gegner, über die ich gleich noch etwas sage. Wie kommt Harro Schulze-Boysen dazu, dass er, wie wir ja vorher gesehen haben, als Kontaktmann von Plon, von dieser französischen Gruppe,
um Alexandre Marc, Arnaud Donnieu, genannt wird. Das liegt vor allem daran, dass er 1931 ausgerechnet als Privatsekretär dieses Dandy und Schriftstellers André Germain, von ihm ausgehalten, durch Paris und andere Städte in Frankreich reist und dort sehr viele Kontakte knüpft. Das ist der unmittelbare Hintergrund. Das ist eine Phase, die sich auch in den Briefen an seine Eltern entsprechend widerspiegelt. Nur bevor ich diese Seite verlasse, Sie wissen entweder oder Sie sehen hier rechts unten auf der Seite, dass er natürlich wegen seiner Widerstandstätigkeit und weil er von der DDR als kommunistischer Widerstandskämpfer dargestellt wurde, auf mehr als einer, das ist nur eine von dreien, Briefmarken der DDR verewigt worden ist. Ich zur Reflexion dessen, was vorher war, aus einem Brief an seinen Großonkel, er nennt ihn einfach lieber Onkel, Alfred von Tirpitz vom 12. August 1928, über das, was der Jungdeutsche Orden und damit auch er selber, Harro Schulze-Boysen, will. Der Jungdeutsche Orden bekämpft nicht nur die Linksparteien, sondern auch die Rechtsparteien. Ihm sind rechts und links überlebte und tote Begriffe. Er will die neue Front, eine Bewegung der Jugend, die sich jenseits von dieser Unterscheidung links-rechts ansiedeln möchte. Er will eine Neubelebung, Reinigung des nationalen Gedankens und so weiter und so fort. Und dieser nationale Gedanke gipfelt dann etwas später in diesem Brief, in diesem unterstrichenen Satz: Für uns ist national der, der die Volksgemeinschaft bejaht, der bereit ist, alles für die Nation zu tun. Das ist also einer der zentralen Begriffe, die Volksgemeinschaft, die auch von Marron, im Jungdeutschen Orden vertreten worden ist und die zumindest zu der Zeit, 1928, Harro Schulze-Boysen sich zu eigen macht. In späteren Schriftstücken ist das dann nicht mehr so häufig, aber es ist eine wichtige Frage, was aus dieser Bedeutung, die ja ursprünglich dem Begriff der Volksgemeinschaft, welcher ja dann von den Nazis erheblich weiterverwendet und instrumentalisiert worden ist, noch beibehält. Der Gegner, wie schon gesagt, eine Zeitschrift, die sich nicht nach Parteienlinien ausrichten möchte, sondern die unter Jugendlichen, an die sie sich besonders richtet, einen breiten, nicht nach Parteigrenzen getrennten Dialograum schaffen möchte. Zwei Titelbilder von dieser Zeitschrift Der Gegner und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass bei dem zweiten auf dem Titelbild rechts ein Artikel von Harro Schulze-Boysen über Arbeitsdienst und Sozialisten angekündigt ist. Zu Arbeitsdienst werden wir gleich noch etwas hören. Dieser Gegner kann nach der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht überleben, sondern im Frühjahr 1933 werden die drei Herausgeber des Gegners, Tyrell, Henry Erlanger und Harro Schulze-Boysen, in Haft genommen. Tyrell kommt frei, weil er ein Schweizer ist, weil er einen Schweizer Pass hat. Dann müssen Henry Erlanger und Schulze-Boysen in dem Keller dort Spießruten laufen und das hält Henry Erlanger nicht durch, der stirbt dabei. Ist also ermordet worden und Harro Schulze-Boysen hält es durch und wird dann von seiner Mutter am Tag danach aus der Haft wieder befreit. Und das ist das Ende des Gegners und die erste brutale Lektion für Schulze-Boysen, dass er es jetzt mit einer Regierung zu tun hat, die auf solche weit gestreuten Dialogforen nicht sehr erpicht ist. Die vierte und letzte Person, die ich Ihnen jetzt noch einmal vorstelle, zu der ich zurückkehren möchte, ich habe ja am Anfang schon über sein Proust-Buch etwas gesagt und die tatsächlich für die französische Seite meiner Geschichte sehr einflussreich ist, ist eben Arnaud Donnieu, wie schon erwähnt, Bibliothekar, in gewisser Weise Spiritus Rector der Gruppe Ordre Nouveau, über die wir auf der französischen Seite jetzt gleich weiter reden werden.
Er stirbt sehr früh an einer Krankheit 1933 und dieser Tod macht seine erinnerte Bedeutung für die Gruppe noch größer. Also es ist zum Beispiel so, dass Alexandre Marc infolge des Todes von Dornieu zum Katholizismus konvertiert. Also wir haben da eine spirituelle Auswirkung, die man sich kaum intensiv genug vorstellen kann. Die Werke von Dornieu in der früheren Phase, die wir gerade besprechen, also das sind zwei Bücher aus 1931, wie Sie sehen, und dann noch ein späteres Buch, 1933, erscheint kurz nach seinem Tod. Le cancer américain, der amerikanische Krebs, das Krebsgeschwür. Was ist das so schlimm an dem amerikanischen? Das ist eine liberale Wirtschaftsordnung. Das ist Liberalismus und die Demokratie ist natürlich genauso schlimm wie die kapitalistische Wirtschaft. Das alles gehört in die Mülltonne und da müssen wir Europäer und insbesondere Franzosen uns von befreien. Und diese Befreiung ist sehr hart, weil die französische Nation, Sie sehen es rechts, in einer großen Dekadenz befallen ist, gegen die hier angeschrieben wird. Und dann eben 1933 die Schlussfolgerung aus all dieser traurigen Analyse, la révolution nécessaire. Und es ist in dieser révolution nécessaire, in diesem Buch von 1933 von Dornieu und Aron, aufpassen, es ist nicht Raymond Aron, sondern Robert Aron, der Co-Autor ist, auch ein naja, wie auch immer. Diese Revolution nécessaire ist das erste Buch dieser beiden Autoren, in dem etwas vorkommt, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte, nämlich die sogenannte dichotomische Methode, la méthode dichotomique. So, und das machen wir jetzt wie in der Schule, wir geben Beispiele. Erstes Beispiel für die dichotomische Methode. Was heißt es, mit der dichotomischen Methode einen Arbeiter anzusehen? Sie nehmen einen Arbeiter, der in der Fabrik arbeitet, auf einem Fließband, sagt man auf Deutsch, ne? Fließband. Also wird ein Auto oder sowas hergestellt, er macht ja im Wesentlichen immer dieselbe Folge von Handbewegungen und dann geht es weiter zu dem nächsten Arbeiter und so fort. Wenn man diesen Arbeiter beobachtet mit der dichotomischen Methode, Sie verstehen, dichotomisch, er will natürlich nicht dialektische Methode sagen, weil das wäre ja vielleicht Hegel und es ist auch nicht Dialektik und das sind immer diese, auch Personalismus sagt man, weil man gegen Individualismus ist, denn das ist ja anglosächsisch, liberal und so weiter, ganz furchtbar, also das sind diese Worte, also dichotomische Methode. Was sagt uns die dichotomische Methode, wenn wir diesen Arbeiter angucken, was sagt es uns, wenn wir diesen Arbeiter mit dem Blick des Personalisten anschauen? Nun gut, wir stellen fest, der Mann ist gezwungen, Dinge zu machen, die ja eine Maschine machen kann. Insofern es immer wieder dieselben Bewegungen sind, müsste es doch möglich sein, eine Maschine zu machen, die diese Bewegung repetieren kann. Und damit, wenn man den Mann durch die Maschine ersetzte, würde dieser Mann befreit werden zu dem, was seiner Person, ihm als Menschen wirklich würdig ist, nämlich kreativ zu sein. Und außerdem würde, wenn man diese Maschine konstruiert, ein Ingenieur seine Kreativität dabei betätigen können, dass er diese Maschine konstruiert. Das ist eine kreative Arbeit. Und wenn die Maschine einmal steht, dann arbeitet die Maschine und wir haben einen Menschen, der freigestellt ist, der nicht mehr da malochen muss, sondern freigestellt ist, um seine eigene Kreativität zu leben. Ja, das ist die dichotomische Methode angewendet auf den Arbeiter am Fließband. Zweite Anwendung, das ist noch lange nicht alles, zweite Anwendung der dichotomischen Methode. Wenden wir die dichotomische Methode an auf Grenzen zwischen Ländern, Ländergrenzen. Da stellen wir fest, wie ist denn das? In den Ländern, also zwei Ländern, zwischen denen eine Grenze besteht, leben Menschen. Diese Menschen sind Personen. Wozu kann denn diese Person eine personenwürdige, unmittelbare menschliche Beziehung haben? Ja, eigentlich nur zu dem, was die Person überschaubar kennenlernen kann. Ich mache die Sache kurz. Personalistisch gesehen, mit der dichotomischen Methode gesehen, gehört zu dem Menschen die Region, in der er lebt. Die Grenzen im heutigen Europa, im damaligen Europa, heute in Europa, sind Grenzen zwischen Nationen. Nationen sind zu groß, um da
zu, eine ähnlich unmittelbare Beziehung zu haben, wie als Person, wie zu dem unmittelbaren Umfeld, wie zur Region. Ergo, Grenzen, der Begriff der Nation, also Nation im Sinne von Staat, Nation mit Staatsgrenzen, ist etwas Abstraktes, was unter dem Gesichtspunkt der dichotomischen Methode abzulehnen ist. Und das ist der Grund dafür, dass aus der Vereinigung von Alexandre Marx, Personalismus, Scheler, William Stern, Blondel und Dandieus dichotomischer Methode, aus diesem Kreis von Intellektuellen zum ersten Mal in der Geschichte anscheinend die Idee eines Europas der Regionen und nicht eines Europas der Nationen entsteht. Und das ist der Grund, um es kurz zu machen, Sie haben gesehen, Alexandre Marx hat sehr lange gelebt, es hat 2000 ist er gestorben, und hat auch in höherem Alter immer wieder diese Dinge vorgetragen und weiterentwickelt, dass der Nachlass von Alexandre Marx, der außerordentlich reich und umfangreich ist, im Archiv der Europäischen Union in Florenz liegt. Und da kann man die meisten Briefe finden, die andernfalls auch, wie das so viel anderes in diesem Zusammenhang verloren wäre. Jetzt haben wir, Dandieu war ich ja dabei, dichotomische Methode zu erklären, einen Text, der im Dezember 1932 in Nouvelle Revue Française für die breite intellektuelle Öffentlichkeit in Frankreich verschiedene Gruppen dieser sogenannten Nonkonformisten, verschiedene dieser politischen Oppositionsgruppen vorstellt. Und die Vorstellung von Ordre Nouveau, explizite Vorstellung von Ordre Nouveau, ist geschrieben von Dandieu und Chevalet mit einem Mathematiker zusammen, die sich ja kennen. Und der Titel dieser Vorstellung ist L'intelligence épée, die Intelligenz als Schwert. Die Intelligenz, das menschliche Denken, ist weder ein Spiegel noch ein Werkzeug, sie ist ein Schwert. Diese Auffassung widerlegt den Kapitalismus ebenso wie den Marxismus, den Pragmatismus ebenso wie den Behaviorismus. Nie, weder noch. Das typische intellektuelle Geste, typisches Stilmerkmal dieser Gruppen, die sich immer irgendwie dagegen wären, in üblichen Gegensatzpaaren eingeordnet zu werden. Was interessant ist, schauen Sie, dieser Text fängt so an, ich will nicht alles lesen und übersetzen, der fängt so an und dann kommen wir auf der zweiten Seite, im zweiten Absatz, da wo ich rechts daneben etwas Deutsches geschrieben habe, auf die Wissenschaft zu sprechen. Verstehen Sie, das ist ein Text, der die politische Gruppe Ordre Nouveau der allgemeinen Leserschaft vorstellen soll, aber sie reden über die Intelligenz, sie reden im Sinne der dichotomischen Methode über das, was die menschliche Intelligenz eigentlich sein soll und nehmen praktisch als drittes Beispiel, und das wäre die dritte Anwendung der dichotomischen Methode, die Wissenschaft. Die größte Errungenschaft der menschlichen Intelligenz ist die Erschaffung einer abstrakten Sprache und Welt. Die Wissenschaft ist in erster Linie eine menschliche Kreation voller Aggressivität und Risiko. Sie kann sich nur in dem Maße weiterentwickeln, wie gleichzeitig das Risiko und die Aggressivität weiterentwickelt werden. Wieder ist das also sozusagen nicht die Auffassung der formalen Wissenschaftssprache als etwas, was direkt mit Objekten verbunden ist und dergleichen, sondern es ist eine ganz von der aktiven, kreativen Rolle der Person her gedachtes Wissenschaftsbild. Und daraus wird dann abgeleitet die dichotomische Funktion. Jetzt haben Sie einen ersten Eindruck. Ich weiß, das ist, wenn man es noch nicht gehört hat, sehr ungewöhnlich und schwer zu verdauen, aber Sie haben einen ersten Eindruck. Das ist sozusagen die Kerndoktrin dieser Gruppe Ordre Nouveau, neue Ordnung. Einmal machen Sie es hier farbig auf dem Deckblatt Ihrer Zeitschrift. Die Zeitschrift beginnt im Frühjahr 1933 und macht regelmäßig ihre Nummern bis 1938 und stirbt dann. Das sind typische Flugblätter der Zeitschrift und ich weise mit diesen kleinen Pfeilen rechts oben darauf hin, dass diese Bewegung des Ordre Nouveau außerhalb der bekannten politischen Parteien stehen will, nicht wahr? Weder links noch rechts und so weiter. Und dieses weder links noch rechts ist unten in der Aufführung der Nummer 1, 2, 3, 4, 5 der Zeitschrift, der verschiedenen ersten Bände, ersten Hefte,
nochmal bei Nummer 4 zu sehen, ni droit ni gauche, weder rechts noch links, lassen Sie sich vereinigen. So, wenn wir jetzt eine erste sehr provisorische Zwischenbilanz versuchen zu ziehen über das, was ich bisher erzählt habe, also Ordre Nouveau wie versus Harro Schulze-Boysen bis ungefähr Frühjahr 1933, dann ist erstmal eine Ungleichzeitigkeit zu bemerken, die auch zu betonen ist. Also die Wirtschaftskrise passiert 1929, aber die kommt in Deutschland sehr viel brutaler und schneller an als in Frankreich, weil es Frankreich wirtschaftlich zunächst sehr, sehr gut geht und erst ab 31 wird sie fühlbar. Und dann gibt es diese intellektuellen Reaktionen auf die Wirtschaftskrise von verschiedenen, von den Historikern häufig Nonkonformisten genannten Gruppen in Paris, intellektuelle Zirkel, zu denen eben Ordre Nouveau als eine von diesen Gruppen dann zählt, ab 32. Es gibt eine völlige Übereinstimmung zwischen Ordre Nouveau einerseits und Harro Schulze-Boysen in seinem Denken vor 33 und auch danach übrigens in der radikalen Ablehnung dieses anglosächsischen, angloamerikanischen Wirtschaftsmodells und damit auch der parlamentarischen Demokratie. Es gibt diesen Dritte-Weg-Diskurs, wie das von Historikern häufig genannt, also ni gauche, ni droite, weder rechts noch links, und dieses Stilmerkmal, und auch das haben wir gesehen, ich habe vielleicht nicht genug darauf hingewiesen, in dem Brief von 1928 von Harro Schulze-Boysen an seinen Großonkel von Tirpitz. Ihm sind rechts und links überlebte Begriffe, ihm, dem Anhänger des Jungdeutschen Ordens. Er will die neue Front, l'ordre nouveau, das ist ja fast dasselbe. Nicht gleich ist, Entschuldigung, wo die Gleichheit nicht offensichtlich ist, ist die methodische, doktrinäre Vorbereitung der notwendigen Revolution. Revolution nécessaire war ja der Titel des Buchs von Dandieu mit der dichotomischen Methode. Das ist in dieser Weise nicht so weit getrieben bei Harro Schulze-Boysen. Aber eine Sache, wo die beiden innerhalb dieser Doktrin, das entspricht dem ersten Beispiel der dichotomischen Methode, das ich vorgeführt habe, als ich sie auf den Arbeiter angewendet habe, wieder sehr gut einen gemeinsamen Nenner finden können, das ist der Arbeitsdienst oder Service Civil im Französischen. Dazu gleich noch etwas mehr. Was das föderalistische Europaprojekt angeht, sehe ich aus dem, was mir bekannt ist, bei Harro Schulze-Boysen keine Entsprechung, und was andererseits Harro Schulze-Boysen zumindest des Jüngeren, also um 30, 31 immer noch, Betonung der Volksgemeinschaft angeht, sehe ich nun wieder bei den Personalisten keine Entsprechung, weil diese Art der Totalisierung des Volkes natürlich dem Personalismus eher widerspricht. Noch eine Briefstelle, die nicht sehr bekannt ist, sie stammt aus diesem Archiv aus den Unterlagen von Alexandre Marc im Archiv der Europäischen Gemeinschaft in Florenz, wo, ich will jetzt nicht im Einzelnen übersetzen, aber anlässlich einer konkreten Organisationsfrage, Hinzunahme einer anderen kleinen Gruppe zu Ordre Nouveau, Chevalier sagt, ja, aber die wollen ja, dass wir abstimmen, dass wir Mehrheitsentscheidungen fällen, dass wir sozusagen demokratisch, und dagegen sei er doch sehr grundsätzlich sehr skeptisch in Bezug auf die Gruppe, weil sie gerne mit denen zusammenarbeiten wollen, können wir das jetzt mal machen, aber grundsätzlich muss man der Demokratie und Mehrheitsentscheidungen sehr skeptisch gegenüber sein, sondern in Wirklichkeit wollen wir so etwas wie eine auf Gemeindeebene begründete Aristokratie, die aber nicht auf Erbqualitäten beruht, sondern auf eine Aristokratie, die einfach auf Valeur humaine, das ist die drittletzte Zeile, sondern auf menschlichen Werten derjenigen, die sich da als Elite herausbilden, beruhen soll. Jetzt muss ich leider relativ schnell diese erste Momentaufnahme abschließen, weise aber darauf hin, weil ich in meinem letzten Teil dann das wieder aufnehmen möchte, dass sowohl Dandieu als auch Chevalet in ihren gemeinsamen Arbeiten und ihrem Nachdenken dem Ganzen eine philosophische Seite hinzufügen, also nicht nur im Sinne politischer Programmatik über Personalismus nachdenken, die sich
auf die Philosophie der Physik und auf die Philosophie der Mathematik bezieht. Lassen wir es jetzt mal dabei bewenden im Moment. Und das wäre jetzt das Ende meiner ersten Momentaufnahme. Denn wir wollen weiterschreiten. Ich gebe Ihnen jetzt zweite Momentaufnahme, Ereignisse aus dem Jahre 1935. Das fängt an mit einem Brief, der in der historischen Literatur über diese Dinge und über diese Kontakte zwischen Franzosen und Deutschen große Verwirrung gestiftet hat. Das ist ein Brief von Chevallets erster Frau, Jacqueline Chevallet, an Alexandre Marc. Das ist sehr praktisch, dass sie immer Briefe schreiben müssen. Alexandre Marc ist aus Paris weggezogen und deshalb informiert entweder Chevallet selber, seine Frau oder andere Mitglieder der Gruppe Marc über alles, was in der Gruppe läuft, und Marc gibt dann per Brief Anweisungen, wie weiter verfahren werden soll. Wenn Sie da oben das Datum ansehen, dann ist es Paris 3 Février 1934, 34 steht da. Das ist aber ein Fehler. Es ist 35. Wie es einem manchmal passiert, man schreibt einen Brief am Anfang eines Jahres und dann schreibt man noch die alte Jahreszahl hin. So, wieso weiß ich, dass es 35 ist? Es gibt verschiedene Indizien, aber sehr lange wurde dieser Brief als 34 hingestellt und das hat nun erhebliche Verständnisschwierigkeiten, denn in dem Brief ist davon die Rede, das geht jetzt über mehrere Seiten, da brauchen wir hier nicht im Einzelnen alles lesen, denn im Brief ist davon die Rede, dass Sie gerade aus Deutschland zurückgekommen sind, von einer Reise, die Sie erstens nach Berlin und zweitens nach Göttingen geführt hat. Und das, hier sehen Sie zum Beispiel, nous avons vu HSB à Berlin. Wir haben Haro Schulze-Boysen in Berlin gesehen und so weiter und so fort. Und da der Brief ja vom 3. Februar 1934 anscheinend datiert ist, wurde also diese Reise und die Aktivität, das Treffen mit Schulze-Boysen, Anfang 1934 verortet. Das ist aber falsch. Ein Anhaltspunkt dafür, dass es falsch ist, ist das, was am Ende geschrieben ist. Da ist von einem Postskriptum zu dem Brief an Hitler die Rede. Und dieses Postskriptum ist in der Tat erschienen. Hier haben wir es, die ersten beiden Seiten jedenfalls davon, in der Zeitschrift Ordre Nouveau im Februar 1935. Das ist eine ganz klare Datierung. Der andere Grund, warum es nicht 1934 sein kann, ist, weil davon die Rede ist, dass er in Göttingen am Mathematischen Institut einen mathematischen Vortrag gehalten hat. Und im Januar 1934 lag das Mathematische Institut in Göttingen brach, weil alle rausgeschmissen worden waren, entweder als Juden oder wie Hermann Weil freiwillig gegangen sind. Das heißt, da gab es keinen, der Chevallet hätte einladen können. Gut, also es ist wirklich falsch datiert, es war 35. Diese Sache mit dem, ich versuche jetzt nur 2 Minuten darüber zu reden, die Sache mit dem Brief an Hitler hat folgende Bewandtnis. Im dritten Heft von Ordre Nouveau aus dem Jahr 1933 veröffentlicht die Gruppe Ordre Nouveau, ist also nur mit ON und nicht mit einem bestimmten Namen des Autors unterschrieben, einen, ich glaube, 10-seitigen Brief an den neuen Reichskanzler Hitler. Und das ist ein Dokument, das heute aus dem Rückblick einfach nur peinlich ist. Ich habe also auch darauf verzichtet, es Ihnen 33 zu zeigen. Es gibt sehr viele Gründe, warum diese Gruppe Hitler schmeichelt oder ihn gratuliert, insbesondere, also sagen wir für alle, um es kurz zu machen, für alle Aspekte, die diese Gruppe irgendwie als revolutionär auffassen kann. Und nun zurück aus Berlin und Göttingen, wieder in Paris, schreibt Chevallet, wie wir aus dem Brief, also Sie sehen, der Brief ist mit ON, Ordre Nouveau, unterzeichnet, nicht namentlich, aber wir wissen aus dem Brief von seiner Frau, dass er es alleine geschrieben hat und im letzten Absatz ist auch davon die Rede, also spiegelt sich seine Reise. Und da ist es jetzt so, dass Hitler, also wie gesagt, es ist peinlich, aber so steht es halt und wurde abgedruckt, dass Hitler vorgeworfen wird, sagt, wenn ich in Berlin bin und da in die Schaufenster der Buchhandlung schaue, dann sehe ich noch in der Ecke des Schaufensters, sehe ich noch das Parteiprogramm der NSDAP. Wie lange lassen Sie das denn noch zu, dass das Parteiprogramm der NSDAP da überhaupt verkauft wird? Denn das Parteiprogramm der NSDAP, das war ja ein richtig revolutionäres Programm, aber von dem machen Sie ja alles gar nichts mehr. Wir sind im Januar 1935. Das heißt, Sie sind Ihrem ursprünglichen, in gewisser Weise anscheinend lobenswerten Ansatz untreu geworden und das wird Ihnen hier vorgeworfen. Gut, Schluss damit.
Jetzt die Konstellation mit der Reise nach Göttingen ist eine Einladung von Helmut Hasse, der mittlerweile dieses Institut übernommen hat. Da gibt es viel darüber zu erzählen, das tue ich aber jetzt nicht, das habe ich an ganz anderer Stelle veröffentlicht. Und er lädt hier offiziell Chevalet ein. Also die Einladung ist, wie gesagt, die Reise war Januar 35, die Einladung stammt vom 16. November 34, die Antwort vom 17. November 34, Chevalet an Hasse. Also Hasse schreibt Deutsch, Chevalet schreibt Französisch, die verstehen sich und sagt, ja wunderbar, ich nehme das gerne an, ich komme nach Göttingen zum Vortrag, aber den Termin lege ich noch nicht fest, weil ich aus außermathematischen Gründen, die raison extra mathématique, auch noch nach Berlin fahren will. Also da, damit ist alles klar und am Schluss eine höfliche Formel, wie man das in Französisch macht. Daraufhin antwortet Hasse, gut, Sie legen den Termin fest, lassen Sie mich wissen, sobald Sie ihn festgelegt haben. Wir haben hier ganz tolle junge Leute, das wird Sie freuen, diese Mathematiker zu sehen. Und dann am Schluss Hasse, ja, ein Mathematiker, der sich also ursprünglich deutsch-national, aber dann sehr gut angepasst hat, immer besser mit jedem Jahr an das nationalsozialistische Regime angepasst hat und dessen Anpassungsstrategie im Rahmen, also insbesondere mit diesen jungen Forschern, die mehrheitlich der SA angehörten, am Mathematischen Institut, so eine Art Kameradschaft versucht hat, mit denen aufzubauen und deshalb auch Chevalet davon überzeugen möchte, auf Englisch schreibt er das, hey, bist so kind as to drop formalities at the beginning and end of your letters, for it's only wasting time. Das wird Chevalet nie tun. Gut, es gibt sogar einen offiziellen Bericht. Chevalet hat am 29. Januar diesen Vortrag in Göttingen gehalten und aus dem Brief von Jacqueline, den ich gerade gezeigt habe, wissen wir, dass er außerdem auch in Göttingen versucht hat, aber nur vor den Mathematikern einen politischen Vortrag zu halten. Und dieser politische Vortrag ist schlecht angekommen. Und nun hat er ja aber, wir wissen ja, in Berlin, also das sagt Jacqueline, nun wissen wir, dass er in Berlin einen Vortrag gehalten hat. Haben Sie, meine beiden, Dankeschön, die kommen jetzt, genau, weil von diesem Bild, das ist das Einzige, was ich hier als Papier liegen hatte, da gibt es einen Bericht über diesen Vortrag, das ist ein seltenes Dokument, den ich teilweise gleich vorlesen werde. Der Deutsche Student ist was? Das ist das Organ der nationalsozialistischen deutschen Studentenschaft, die also dann im Aprilheft 1935 mit einiger Verzögerung über diesen politischen Vortrag von Chevalet an der Universität Berlin, der von Harro Schulze-Boysen organisiert worden war, berichtet. Und da fangen wir mal hier an zu lesen. Moment. Ich in der zweiten Spalte, also hier haben Sie übrigens den ganzen Text. Da man nun beim besten Willen, Entschuldigung, nein, das möchte ich nicht, ich möchte hier. Und also geschah es, dass sie das Minimum Vital und den Service Civil entdeckte. Minimum Vital, also das Existenzminimum, wie wir heute sagen, und den Arbeitsdienst entdeckte. Das Minimum Vital ist das, was jeder zu einem dem derzeitigen Stande der Kultur entsprechenden Dasein braucht und der Service Civil ist das, was ihm dazu verhilft. Wer könnte das Leben und seinen Kampf noch schwierig finden, der diese ebenso schlichten wie genialen Gedanken in sich aufgenommen hat? Aber nun wird es noch einfacher, denn wir nähern uns bereits dem Gebiete der höheren Volkswirtschaftslehre und zwar verhält es sich doch ganz einfach so, dass man nur noch ein paar Maschinen mehr aufzustellen braucht, um jedem Bürger die Möglichkeit zu geben, seine 1,5 bis 2 Jahre Service Civil abzudienen. Jeder einmal 2 Jahre an den Maschinen, proletarisieren wir die Arbeit, so rief der Herr aus Paris in Ekstase. Alles, was wir brauchen, kann mit Maschinen hergestellt werden. Wenige Stunden Lehrzeit genügen, das Minimum Vital, auf das jeder ein Anrecht hat, kann mühelos von denen zur Verfügung gestellt werden, die gerade ihre 2 Jahre an den Maschinen arbeiten. Für ganz Europa treffen die Bedingungen des Minimum Vital und des Service Civil gleichermaßen zu. Kein vernünftiger Mensch wird noch einen Grund sehen, weshalb es noch weiter Staatsgrenzen geben soll. Das war die zweite Anwendung der Methodikotomik, ein Federstrich und fort sind sie. Wer seine 2 Jahre Service Civil abgedient hat, kann fortan in Ruhe sein Minimum Vital beziehen und im Übrigen vollkommen seinen kulturellen oder sonstigen Bedürfnissen leben. Er braucht überhaupt nichts mehr zu tun. Hurra! Er kann ganz und gar Rentier sein und daher
haben wir sie, die französische Rentnerseele, der Traum einer Staatsordnung, in der wir samt und sonders binnen kurzer und tödlicher Langeweile verreckt wären, konnte nur in der Sphäre müden westlerischen Denkens erwachsen, und es ist schmerzlich, dieses Denken bei einer Jugendgruppe nicht einmal der unbedeutendsten feststellen zu müssen, wenn irgendetwas so gehört, diese neue Ordnung, Ordre Nouveau, zum alten Frankreich. Das ist also dieser hämische Text in der nationalsozialistischen, also der Vortrag ist jedenfalls bei den Nazis, die dort waren, nicht gut angekommen. Nichtsdestotrotz, in demselben Jahr 35 machen die Chevaliers, also er und seine Frau Jacqueline, ihren Service Civil, das sind die Briefe, die das belegen, wie auch immer. Er macht noch sehr viele andere Sachen in dieser Zeit. Ich habe das vorhin ganz kurz erwähnt. Das ist ein Brief an Alexandre Marc, wo er ihm berichtet, wo er sich dafür entschuldigt, ihm länger nicht geschrieben zu haben, weil er ja abgehalten war von dem ersten Treffen der Gruppe Bourbaki in Chandon-en-Besse 1935. Diese Gruppe Bourbaki ist also für die Mathematikgeschichte des 20. Jahrhunderts außerordentlich bedeutsam, als weil sie eine neue Darstellung der gesamten Mathematik unternommen, also in Gang gesetzt haben. Und das ist einer der Gründe, nicht alles, aber das ist einer der Gründe, warum der Name Chevalier jedem Mathematiker etwas sagt heute noch. Er schreibt dann noch einen philosophischen Artikel, der im Wesentlichen die dichotomische Methode auf die Mathematik anwendet, und ich muss jetzt sehr schnell, um die Zeit einzuhalten, weiterhetzen. Nach wie vor Momentaufnahme 1935. Da gibt es, weil Harro Schulze-Boysen es mit seiner Frau Libertas nach Genf fahren kann, einen Brief ohne Zensur aus Genf von Harro Schulze-Boysen an Chevalier in Französisch mit geringen Fehlern, aber niemals ist der Sinn unklar. Es ist der über einige Seiten geht. Das ist der gesamte Text. Ich lese jetzt nur die deutsche Übersetzung, die von Hans Koppi stammt, in kurzen Auszügen vor, um Ihnen das in die Perspektive zu rücken. 35, August 35 schreibt Harro Schulze-Boysen aus Genf an Chevalier: Die Situation in Deutschland ist äußerst schwierig. Die wirtschaftliche und soziale Krise hat sich ohne Zweifel verstärkt. Das ist für jedermann ersichtlich. Die Spannungen zwischen den verschiedenen Regierungsflügeln sind enorm und drohen jeden Tag zu explodieren. Weiter unten: Was jedoch für uns junge Leute von größerer Bedeutung ist, ist die Tatsache, dass die Jugend wieder beginnt, sich für neue Ideen zu interessieren. Der Skeptizismus wächst und mit ihm der Wunsch nach Klarheit und Scharfsinn. Die Leute beginnen zu erkennen, was tatsächlich geschieht. Man glaubt nicht mehr an die alten Phrasen und so weiter und so fort. Das sind zwei Dinge, die hier zusammenkommen und die vielleicht eine ganz große Schwierigkeit für jeden potenziellen oder sich bildenden Widerstand um Nationalsozialismus anzeigen, widerspiegeln, dass nämlich einerseits, wie die Historiker lange Zeit gesagt haben, das nationalsozialistische System durch Polykratie oder Polykratismus bestimmt war. Das heißt, eine Pyramide, oben ist der Führer und auf jeder Ebene darunter streiten sich verschiedene Dienststellen oder Abteilungen gegeneinander. Und wenn man das mit einem kritischen Blick als jemand, der in diesem Land lebt, betrachtet, dann weiß man nicht, dann hat man das Gefühl, dass das eine große oder eine gewisse Unstabilität dieses Regimes widerspiegelt und dass man dem entgegensetzen kann, eine Widerstandsbewegung, die geschlossen ist. Das ist aber, wie wir heute aus sehr, sehr vielen historischen Forschungen wissen, eine große Täuschung. Im Grunde genommen war dieser Polykratismus oder diese neue Staatlichkeit, wie andere Historiker seit einigen Jahren formulieren, gerade eine der großen strukturellen Stärken des Nazi-Regimes und bezeichnet gerade in der Wissenschafts- und Technikpolitik von einer unglaublichen Effizienz. Und das einzuschätzen für jemanden, der dem ganzen mit politischem Denken kritisch gegenübersteht, war eben außerordentlich schwierig.
Der andere Punkt dieses Briefes ist, dass er natürlich an Chevalier schreibt und gerne die Zusammenarbeit mit Ordre Nouveau weiterführen will. Ich meine, er ist ja, er hat seine Gruppe um sich und allmählich kristallisieren sich in den Jahren nach 35 dann eine große Gruppe von Leuten, die dann später die Rote Kapelle ausmachen wird. Aber dieser internationale Kontakt fehlt ihm und er würde ihn gerne stärker haben. Er würde gerne einen Artikel von Chevalier in der Zeitschrift, die er da betreut, über die er auch redet, das ist nicht mehr der Gegner, veröffentlichen. Er würde gerne direkten Kontakt mit Alexandre Marc haben, aber das ist eben eine Zeit, 1935, wo zwar Chevalier am Anfang in Deutschland war, wo er diesen Vortrag gehalten hat, wo noch ein Kontakt da war, wo aber Alexandre Marc auf engere Zusammenarbeit mit der Gruppe um Haro Schulze-Boysen nicht mehr aus ist, weil der Nationalsozialismus zumindest für Alexandre Marc da schon zu bedrohlich geworden ist. Chevalier, das immer weiter in der Momentaufnahme 35, hält sogar einen Vortrag auf einem Philosophenkongress in Paris, ein wichtiger Philosophenkongress, eine seltene Gelegenheit ist, den Wiener Kreis in Paris vorzustellen und bringt da wiederum seine personalistische Vision der Wissenschaftsphilosophie. So, ich haste dadurch, ich bitte um Entschuldigung dafür, Ihnen etwas zu zeigen, das ich dann nicht im Einzelnen ausführe, weil ich gerne zu der Schlussreflexion meines Vortrags kommen möchte. Und das mache ich jetzt ganz brutal, hier sind wir. Sie wissen vielleicht, dass diese nonkonformistischen Gruppen aus den 1930er Jahren, über die ich hier geredet habe, ein Gegenstand der historischen Forschung waren. Das erste Buch in Französisch, das sich damit beschäftigt hat, 1969 von Jean-Louis Loubet de Bayle, und zeichnet sich dadurch aus, dass, und das ist auch unstrittig, es gibt so etwas wie einen Geist von 1930, also wie ich vorhin sagte, die Weltwirtschaftskrise in Frankreich spürbar ankommt. Es gibt einen solchen Geist, sagt Loubet de Bayle, und das ist auch kaum umstritten, der diesen verschiedenen Gruppen, die es damals gab, gemeinsam ist und der sich aber in dieser Form 1934 auflöst. Für diese erste Periode ist das im Wesentlichen akzeptiert. Dann ist es aber so, dass Ordre Nouveau, also die Gruppe und das Publikationsorgan Ordre Nouveau, von denen ich Ihnen einige Nummern oder Flugblätter gezeigt habe, bis 1938 weiter veröffentlicht. Und die zweite Momentaufnahme, die ich ja deshalb auch gewählt hatte, stammte aus dem Jahr 1935. Und da ist es so, dass Loubet de Bayle das eigentlich nicht mehr richtig thematisieren möchte, obwohl er das Experiment des Service Civil, das ja zum Beispiel Chevaliers, haben wir gesehen, machen, die gehen in die Fabriken zwei Wochen und vertreten einen Arbeiter, sodass der Congé payé haben kann. Er erwähnt das. Übrigens, das war eine Sache, die Ordre Nouveau einmal und genau einmal gemacht hat. Warum? Weil 1936 gab es in Frankreich den Front Populaire, also eine Linksregierung, und dann wurden Congé payé, also bezahlter Urlaub für die Arbeiter, eingeführt, und dann haben sie das nicht wiederholt. Das ist die erste historische Einordnung. Es gibt ein Buch auf Englisch von McGill University Montreal, von dem Historiker John Hellman, The Communitarian Third Way. Und dieses Buch fängt mit den folgenden Sätzen an. During the 1930s and World War II, the French invented a new non-conformist politics, so cleverly packaged, er unterstellt denen also eine, ja, so cleverly packaged, it has seldom been seen for what it really was. Ich finde, man sollte immer skeptisch sein, wenn ein Historiker sagt, das wurde selten so gesehen, was ist wirklich, egal. Claiming to be non-conformist, a group of young journalists, students and professors invented an anti-democratic, anti-liberal, personalist approach to life, which, although militantly anti-communist, would claim to be neither right nor left, it spawned und so weiter, also Ableger in Belgien und so weiter.
In originally intended to help engender a new Middle Ages in which the French and other Europeans could husband aspects of the spiritual heritage in a German-dominated new order, personalist communitarism had important enduring influence. Das ist seine Bilanz. Diese Bilanz, das sehen Sie sofort, ist in gewisser Weise von hinten her gesehen, von dem, was wir nach dem Zweiten Weltkrieg beurteilen können. Und noch etwas extremer finden wir das innerhalb der französischen Geschichtsschreibung bei C.F. Sternhell, ni droite ni gauche, der, wie Hellmann, es auch von hinten her sieht und der im Grunde genommen alle diese Nonkonformistengruppen als Spielarten eines großen faschistischen Bewegungsphänomens in der europäischen Geschichte in der Mitte des 20. Jahrhunderts sieht, um es kurz zu machen. Dies wurde bestritten von einigen Historikern und es gibt ein Buch, was sehr bemerkenswert ist, Hans-Wilhelm Eckert, Konservative Revolution in Frankreich, also ein deutscher Historiker, der sich mit diesen Nonkonformistengruppen in Frankreich beschäftigt, der insbesondere Sternhells Faschismusansatz ablehnt, weil er sagt, damit wird man diesen Gruppen nicht gerecht, das ist zu leicht, das alles in eine Soße reinzurühren. Und der aber nun als methodischen Ansatz den Begriff der konservativen Revolution benutzt. Das ist nun ein Begriff, der aus Deutschland kommt, der viel früher angesiedelt ist, in den 20er Jahren eigentlich, also Ernst Jünger und solche Leute, konservative Revolution. Und es wird nun gesagt, nun gut, das sind Ungleichzeitigkeiten zwischen der französischen und deutschen Entwicklung und ab 1930, 31 haben wir dann so etwas wie konservative Revolution in Frankreich, nämlich diese Nonkonformistengruppen. Insbesondere kritisiert er auch das, was ich vorher erwähnt habe, Loubert de Bail, weil der ja sozusagen die Sache bis 1934 verfolgt hat und hat da noch den sehr wichtigen Hinweis mit entsprechendem Zitat, das ich hier nicht reproduziert habe, von den Akten aus dem Auswärtigen Amt, dass auch das deutsche Nachrichtenbüro sich insbesondere für den Ordre Nouveau 1935 interessiert hat. Dass also diese Bewegung durchaus länger andauerte und eine weitere Bedeutung hat. Das Problem dieses Buch von Eckert ist im höchsten Grade zu empfehlen, weil es außerordentlich genau gearbeitet ist und mit sehr, sehr viel Material umgeht, das aufgearbeitet wird. Das Problem ist aber, dass man natürlich die Frage stellen muss, ob der Begriff der konservativen Revolution für die Analyse dessen, was hier zu analysieren ist, insbesondere Gruppe Ordre Nouveau, angemessen ist. Jetzt mache ich einen großen Schwenk. Ich kenne ein Buch, wo der Begriff der konservativen Revolution tatsächlich im Rahmen dieses Projektes sehr erfolgreich, würde ich sagen, instrumentalisiert und verwendet worden ist. Und das ist das ist jetzt die letzte, zweite französische Auflage des Buches von Pierre Bourdieu, L'Ontologie politique de Heidegger. Das ist also, das ist ein altes Buch von, oh Gott, das Jahr steht nicht dabei, es ist, weiß ich jetzt nicht. Ein altes Buch von Bourdieu, in dem, also heute, nur um das klar zu machen, ich meine heute wir haben ja immer noch nicht den ganzen Nachlass von Heidegger, aber nach der Veröffentlichung von Schwarzen Heften und so weiter, ist es ja eher die Thematik, dass man versucht, die viele Teile der Heideggerschen Philosophie tatsächlich als anders formulierte Adaptation von nationalsozialistischen Inhalten zu lesen. Das war in dieser Weise zur damaligen Zeit, als Pierre Bourdieu dieses Buch geschrieben hat, noch gar nicht, also heute zum Beispiel Sidonie Kellerer in Köln, die das macht. Das war damals nicht möglich, die Unterlagen waren ja auch nicht da, sondern was Bourdieu macht, er geht einfach an die Heideggerschen Werke ran, er vergleicht sie mit den Vorgängern, also insbesondere Neokantianismus nach Cohen oder Hegel, und versucht dann herauszuarbeiten, was für ein intellektueller Gestus
sich da zeigt. Und er sagt, das ist genau der intellektuelle Gestus, den ich bei typischen Autoren der konservativen Revolution, und das ist der Begriff, den er immer wieder verwendet, finde, insbesondere Jünger, nämlich, das ist die Formulierung, die ich da rausgegriffen habe, sich in das Feuer zu stürzen, ohne sich zu verbrennen. Diese Art von. So, und wenn ich das jetzt mit einem Seitenhieb auf heideggersche Terminologie umformulieren sollte, dann würde ich sagen, ist die Quintessenz, die man aus Bourdieus Buch über Heidegger lernen kann, für den Begriff konservative Revolution als methodologisches Instrument für die Historiographie, dass konservative Revolution eigentlich ein defizienter Modus von Krise und Revolution ist. Ja? Und dazu jetzt in Bezug auf die Person, die ich vorgestellt habe, kurz zum Schluss das, was ich sagen möchte. Man braucht nicht, wie Hellmann oder Sternhell, weit nach vorne zu schauen. Man kann Ordo Nouveau, das Verhalten Chevalets, auch während der 30er Jahre betrachten und da schon etwas herauslesen, was vielleicht typisch ist und ein Unterschied ist zu dem, was Harro Schulze-Boysen und Leute, die später in dieser Widerstandsgruppe der Roten Kapelle gearbeitet haben, auszeichnet. Und das zeigt sich, wenn man wissenschaftshistorisch rangeht. Der wissenschaftshistorische Ansatz zeigt, dass Chevalet schon seit 1931 diese Méthode dichotomique, dem Personalismus, zur Rechtfertigung seiner Art, Mathematik zu treiben, umgewandelt hat. Das bedeutet, dass hier zwar, so wie Bourbaki, so wie Chevalet auftritt, ein großer Protest gegen die alten, auch Mathematiker, die das Gebiet bestimmen, verbal herangebracht wird, dass aber in Wirklichkeit die Philosophie so arrangiert ist, dass man sich wohlfühlt. Dass genau die Art von Forschung, die wir machen und wie wir sie methodologisch machen, gerechtfertigt wird von dem, was diese Doktrin im Hintergrund, die dichotomische Methode, einem vorgeht. Und das ist ein krasser Gegensatz zu dem, was in den 20er Jahren zum Beispiel ein deutscher Mathematiker wie Hermann Weyl im Kampf mit der Grundlagenkrise der Mathematik zu tun hatte. So, was lernen wir daraus für die allgemeine Geschichte, für die politische Geschichte? Analog hierzu darf man die Frage stellen, inwieweit die Doktrin des Ordre Nouveau durch eine Scheinradikalität gezeichnet ist, die sich bei aller vehementen Ablehnung des Liberalismus und der Parteiendemokratie und trotz der Einsätze im Service Civil im bürgerlichen Leben wohl beheimatet bleibt. Während das Leben von Harro und Liberta Schulze-Boysen in Berlin bohemhafte Züge trägt, die in gewissen Widerspruch zu Harro Schulze-Boysens Arbeit, tägliche Arbeit am Luftfahrtministerium stehen, geht es beim Ordre Nouveau eher familiär zu und Chevalet vernachlässigt seine professionelle Karriere nie und es ergibt sich dann so, dass er in Amerika ist, während in Europa der Zweite Weltkrieg tobt. Das ist ganz kurz herauspräpariert meine Reflexion über die verschiedenen historischen Ansätze zu Ordre Nouveau. Man kann und muss analoge, aber nicht in genauso verlaufende Argumentationen in Bezug auf die Widerstandsgruppen machen, aber das tue ich im heutigen, weil die Geschichte der Roten Kapelle, eine Geschichte, die zwischen DDR und Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschland, sehr krause verschiedene Ausformungen erlebt hat, die beide gleichermaßen historisch unangemessen waren und die erst nach der Wende, insbesondere durch die Arbeiten von Hans Koppi, dann allmählich zu einem neuen Bild sich zusammenfügen, das aber vielleicht noch nicht endgültig ist. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Nicht so viel Zeit zum Diskutieren, aber eine Sache hat mich umgetrieben, jetzt auch gerade
zum Schluss, was Sie gesagt haben, dieses Bild, das Sie gezeichnet haben, diese doch letztlich in der bürgerlichen Existenz immer noch ganz gut beheimateten Gruppen auf französischer Seite und die viel stärker in Frage gestellten Gesprächspartner in Deutschland. Wie erklärt sich dann dieser Brief an Hitler, der ja letztlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so den Unterton hat, die Nationalsozialisten machen das gar nicht, was sie versprochen haben, nämlich auch in der Hinsicht die ökonomische Ordnung. Es geht ja viel um Antikapitalismus, auch in den Texten, die Sie gezeigt haben. Es ist ja eine Dimension, dass man auch dieses Minimum Vital, also das Grundeinkommen sozusagen, ja. Man will eigentlich viel mehr in diese Richtung die sozioökonomische Ordnung revolutionieren, wenn ich das richtig verstanden habe, auf der französischen Seite. Und wie erklärt sich das, wenn die einerseits alle in ihren letztlich bürgerlichen Existenzen so zu Hause sind? Ist das dann auch Scheinriesenhaftigkeit in dieser antikapitalistischen Stoßrichtung, die vielleicht stärker haben als ihre deutschen Gesprächspartner? Oder? Das ist eine sehr gute Frage und ich kann natürlich nicht in den Kopf von Chevalet hineinkriechen oder anderer Mitglieder von Ordre Nouveau. Ich kann mich nur auf die Dokumente beziehen. Ich will vielleicht mal als Anhaltspunkt etwas als Antwort darauf sagen, was Chevalet spät in seinem Leben hinterlassen hat, sozusagen. Er hat gesagt, wenn jemand meine gesammelten Werke herausgeben will, und das war besonders an die Mathematiker gerichtet, die dann so gesammelte Werke von Mathematikern herausgeben, dann darf er das nur tun, wenn er auch alle meine politischen Artikel mit abdruckt. Und da hat er aber nicht gesagt, alle meine politischen Artikel, sondern alle Artikel, in denen ich mich mit theoretischer Politik beschäftige. Da kommt es Theoretic, das ist auf Englisch, dieser Text, also ist aus den 80er Jahren, Theoretical Politics. Und gut, diese Reflexion von hinten her ist vielleicht sehr aufschlussreich. Es ist theoretische Politik. Das heißt, gut, ich meine, man schreibt einen Brief an Hitler, was soll das? Das ist ja ein offener Brief. Wahrscheinlich hat, also, dass Hitler den, das ist ja auch französisch und so. Also, man veröffentlicht den halt und man schreibt diesen Brief an Hitler und das ist so ein Exerzis des Stil, nicht? Ich meine, was macht man da drin? Einerseits einerseits gibt es Dinge, die mit der Doktrin, übrigens auch mit einer Doktrin, die Harro Schulze-Boysen zumindest um 32, 33 hätte teilen können, übereinstimmen, zum Beispiel die Tatsache, dass Hitler aus dem Völkerbund ausgetreten ist. Das wird ausdrücklich, es wird mehrmals betont und auch in dem Postskriptum noch einmal erwähnt auf der ersten Seite, die ich nicht im Einzelnen betrachtet habe. Das ist gegen diesen Internationalismus, der ja sowieso nichts bringt und solche Dinge und dann werden solche anderen revolutionären Elemente heraus geholt, für die man ihn loben kann, um danach umso mehr andere Aspekte dieses Regimes kritisieren zu können. Aber im Grunde genommen, also abgesehen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass es ausgesprochen peinlich ist, diese Dokumente heute lesen zu müssen, aber wenn man sich mal darauf einlässt und wenn man im Hintergrund diese ganze Doktrin des Ordre Nouveau hat, dann wird tatsächlich die dichotomische Methode in diesem Brief an Hitler Punkt für Punkt, was Grenzen, was Internationalismus und so weiter angeht, abgearbeitet. Und das wird einfach gemacht und das ist eben Teil der eigenen Propaganda, die dem Publikum zum Lesen übergeben wird. Das ist die beste Antwort, die ich darauf, glaube ich, geben kann. Ja. Aber es ist ja auch sehr spannend, diese Dokumente auf ihre sozusagen kognitiven, epistemischen Setzungen hin zu befragen. Und, ja. Also das finde ich, was man auch sehr gut von Ihrem Ansatz lernen kann. Aber ich würde jetzt vielleicht mal fürs Publikum erstmal öffnen und schauen, was für Fragen da sind. Ja, ich hätte zwei Nachfragen, weil Sie vieles wirklich nur so angetippt haben, meiner Meinung nach. Ja. Das eine zu der dichotomischen Methode, also diese Gegenüberstellung, weder dieses noch dieses, das sind doch eigentlich gerade, also in meinem Verständnis, sind doch gerade Dichotomien, oder sehe ich das falsch? Das ist die eine Frage. Okay, das sind Gegensatzpaare, ja, die im allgemeinen Diskurs zirkulieren, die aber abgelehnt werden. Und stattdessen, also Gegensatzpaare.
kann man auch Dichotomien sagen, aber das würden die dann nicht nehmen, dieses Wort, sondern stattdessen wird die dichotomische Methode gewählt, um die richtigen Unterscheidungen herauszufinden, nicht die zwischen Rechtsparteien und Linksparteien und so weiter, die gleichermaßen... Na, aber worin besteht denn diese dichotomische Methode? Also, ich habe ja Beispiele gegeben, also der Arbeiter. Es geht immer darum, der Person und dem Kreativen... Also, ich bin kein Anhänger davon, ich muss jetzt nur antworten, um zu erklären, was die Person, das Recht der Person und der Kreativität des Menschen muss ins rechte Licht gesetzt werden. Der Bezug zur Einzelperson. Ja, also mir war der Witz, das Verbinden in dem Beispiel nicht, aber da ist also diese Bezeichnung eher irreführend, wenn man das Dichotomisch nennt. Ja, ich habe ja nun schon, also es war heute nicht mein erster Vortrag dazu und es ist in der Tat irreführend, wie ich weiß, es ist immer... Es trifft immer auch, aber es ist nun mal das Wort, das Sie benutzt haben. Das tut mir leid. Und das Zweite, könnten Sie, das hatten Sie zum Schluss nur angetippt, also den Gegensatz zwischen dieser axiomatisch-deduktiven Methode von Hilbert und dem mehr intuitionalistischen, mit dem, was Hermann Weyl, also im Anschluss an Power. Ja, okay, ganz kurz. Ja, kann ich ganz kurz. Danke für die Frage, weil ich musste das rausnehmen, obwohl das natürlich wichtig ist, um zu verstehen, was da los ist bei Chevalet. Also, was ist denn die moderne Mathematik, die Chevalet, Bourbaki und so weiter treiben damals in den 30er Jahren? Die besteht darin, dass man ein formales Axiomsystem an den Anfang der Theorien stellt und dann alle Dinge, die man aus den Axiomen ableiten kann, in eine gewisse, möglichst gute Ordnung bringt. Der Punkt ist, also warum Hilbert, weil er eben 1899 die Grundlagen der Geometrie veröffentlicht hat und in diese Grundlagen der Geometrie fangen ja mit einem schockierenden Sätzen an. Hilbert schreibt, wir denken uns drei Systeme von Dingen, dass die Mitglieder des ersten Systems nennen wir Punkte, die Mitglieder des zweiten nennen wir Linien und die dritte nennen wir Flächen. Und der Witz daran ist, dass es ja irgendwelche Systeme von Dingen sind. Das heißt, die Axiome sind inhaltsleer, ontologisch leer. Das ist die Grundlage der Hilbert'schen Art, Axiome zu denken. Und das ist natürlich für einen Philosophen furchtbar, weil man würde jetzt erstmal denken, um Gottes Willen, der Mathematiker kann ja nicht mehr sagen, worüber er redet. Geometrie ist nicht mehr etwas, was mit der Anschauung verbunden ist. Und das, was in den philosophischen Artikeln von Chevalet, Dandieu und dann später Chevalet alleine gemacht wird, ist, das Furchtbare wird weggenommen. Es wird gesagt, ja, der Mathematiker, der will ja auch gar nicht über Gegenstände reden. Der Mathematiker will ja formale Theorien bauen und deshalb ist das, was der Mathematiker macht, eine metamathematische Tätigkeit. Und metamathematisch gesehen, so schreiben dann Dandieu und Chevalet, ist das wieder ganz in Ordnung mit dem Personalismus und der dichotomischen Methode. Da werden diese formal abstrakten, inhaltslosen Axiome, werden, weil ich ja auf die ganze Theorie gucke, etwas Konkretes. Also, Sie sagen genauer, das wird das, was normalerweise, das die Rolle übernimmt von dem, was im anderen Denken des Menschen das Konkrete ist. Und dadurch sind wir zu Hause und dadurch ist der Mathematiker mit einer dichotomischen Methode wieder gerettet. Das ist die Konstruktion. Ich gebe zu, also so machen Sie es. Ja, da war noch eine Frage. Ich möchte gerne eine Frage stellen, die etwas über das Ende Ihres Vortrags hinausreicht. Gerne. Das ist der Begriff Whittaker Panophilia, der ja wohl im Wesentlichen auf eine Widerstandsorganisation hin geprägt worden ist. Wie aber besteht eine Verbindung jetzt in dem Denken und den Auseinandersetzungen, in denen sich Schulze-Boysen befunden hat in den 20er und 30er Jahren noch? Wie sieht die Verbindung aus zu dieser Konstruktion, dieser Roten Kapelle und zu ihrer Konzeption auch? Sie sagten ja, es sei ein schrittiger ein Zankapfel gewesen zwischen der Deutung der DDR und Deutung der Bundesrepublik in der Bundesrepublik Deutschland. Beide seien verzerrt. Es gibt jetzt eine Deutung, die mehr oder weniger vielleicht der Sache gerecht wird. Aber wie ist die Rote Kapelle als Widerstandsorganisation gegründet in diesem Denken, in dieser Auseinandersetzung der 20er, Anfang 30er Jahre? Okay, da gibt es eine Kontinuität, das ist völlig klar. Schulze-Boysen entwickelt sich weiter, aber die Kontinuität ist da.
Und hinzu kommt natürlich, dass er, das weiß man, 1934, 1935 mehr Marx liest, als er vorher Marx gelesen hat, aber er wird nie zu einem linientreuen Kommunisten. Es gibt aber die Rote Kapelle als Gruppe, ist ja eine große Gruppe, fast 100 Leute, und sie ist relativ inhomogen, also es gibt sehr verschiedene. Das heißt, je nachdem, das war einer der Hauptgründe, warum ich jetzt meinen Vortrag, der ohnehin schon zu lang war, nichts über die Rote Kapelle gesagt habe, weil man immer die verschiedenen Personengruppen genauer berücksichtigen müsste. Aber was Harro Schulze-Boysen selber angeht, ist die ursprüngliche Motivation, ich hoffe, das habe ich klar gemacht, eine Jugendbewegung, die alles neu denken möchte, die grundsätzlich gegen Parteienstaat und so weiter ist und von neu anfängt und sich über die Grundprobleme der Gesellschaft Gedanken macht und die sich nicht festlegen will, also sicherlich nicht festlegen will auf ein rein kommunistisches oder auf ein anders geartetes nationalsozialistisches Programm. Und das bleibt bestehen und dann ist es aber so, dass sie mit, ich habe ja versucht in dem Brief an Chevalier so eine gewisse Verwirrung beim Anblick dieses vielgesichtigen Nazi-Regimes festzumachen, aber wo immer sie einer Seite dieses nationalsozialistischen Regimes begegnen, die eindeutig kritikwürdig ist, da machen sie dann ihre konkreten Aktionen, die ja zunächst, also insbesondere Verteilen von Fluchblättern, also in die Briefkästen in Berlin und so weiter sind. Und dann dadurch, dass also Schulze-Boysen ausgesehen im Luftfahrtministerium arbeitet, kriegt er ja Informationen dann während des Krieges über die Kriegsplanung und über den Verlauf insbesondere des Krieges gegen die Sowjetunion. Und da wird ja dann der Versuch gemacht, Informationen rüberzugeben, weswegen ja dann nebenbei bemerkt, in der bundesrepublikanischen Geschichte der Roten Kapelle das im Wesentlichen als Verräter eingestuft wurde. Was dann aus technischen Gründen nicht so gut klappt und letztlich dann 1942 dazu führt, dass sie nacheinander alle inhaftiert und die weitaus meisten exekutiert werden im Plötzensee. Name Rote Kapelle ist ein Selbstgebiet. Nein, es ist Gestapo. Ist Gestapo-Name. Rote Kapelle, weil, ja, also, weil sie Kontakt mit dem russischen mit dem sowjetischen Geheimdienst haben. Das ist also dieser Funkkontakt und Kapelle, weil man beim Morsen so wie ein Pianist immer. Und der Name stammt schon, glaube ich, von, der ist schon 1939 bei einem Ableger in Paris verwendet worden von der Gestapo und wurde dann auf diese Gruppe, die allmählich, das war denen ja erst gar nicht klar, wie viele dazugehörten. Ja, zunächst mal vielen Dank für einen sehr informativen Vortrag. Ich frage mich nur, ob die Behauptung, die emphatische Behauptung, weder links noch rechts, ob die in Frankreich den gleichen Ton trifft wie in den frühen 30ern in Deutschland. Ich sage das deshalb, weil gerade Schulze-Boysen mit seiner Betonung auf der Volksgemeinschaft greift ja in eine alte Mottenkiste. Wir reden ja über 1919, da schreibt Alfred Kurella über die deutsche Volksgemeinschaft und sagt, weder links noch rechts, die Volksgemeinschaft ist die Antwort. Also das ist jetzt wirklich, ja, das übernimmt Maraun und von dem hat es auch genau, genau, aber genau, die kommen ja von links und Anfang der 30er sitzen sie alle in Berlin und reden alle wieder miteinander. Das ist das, was in dem einen Schreiben von Ihnen vielleicht anklang. Da trifft sich Eberhard Köbel, Alfred Kurella, Schulze-Boysen, alle möglichen Leute treffen sich und reden nochmal über das, was sie in den letzten 20 Jahren umgetrieben hat. Gibt es einen ähnlich langen Rattenschwanz und hat er so jugendbewegte Untertöne in Frankreich? Ja, ich meine, dass in den beiden Ländern verschiedene Resonanzen da sind, ist so.
Trotzdem finde ich, kann man einfach mal abhaken, wie ich das bei meiner ersten Zwischenbilanz gemacht habe, dass Ordre Nouveau ni gauche ni droite hat und der Brief von Harald Schulze-Boysen wieder nicht so recht. Also, dass es da offensichtliche Gemeinsamkeiten gibt. Ich meine, Ihre Frage ist sehr, sehr gut und ich teile sie, weil ich ja selber auch, insofern ich ja selber auch die Skepsis gegenüber dem Ansatz von Eckart insofern geteilt habe, dass ich sagte, muss man denn konservative Revolution, was eigentlich überhaupt kein historischer Begriff ist, es ist mehr ein Begriff von Akteuren oder dann auch später für die Selbstverteidigung oder sowas, Entnazifizierung oder was, aber muss man so einen in Deutschland entstandenen Begriff jetzt übertragen und dann noch mit Zeitversetzung übertragen auf Frankreich? Das erschließt sich mir nicht ganz, insofern ich habe genau. Und nur, ich meine, um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich habe am Anfang gesagt, ich bin kein historischer Experte für Widerstand oder für die Rote Kapelle. Ich habe viel gelesen, aber mir ist nicht klar, wie viel von dieser Volksgemeinschaftsidee in der Mitte oder Ende der 30er Jahre bei Harro Schulze-Boysen noch da ist. Ist mir wirklich nicht klar. Und ich weiß also, ich habe gesucht und ja. Ja, natürlich ist er dann nationalistisch, aber sozusagen, was bleibt etwas davon über? Und auf jeden Fall ist das am Anfang der Geschichte, die ich erzählt habe, ein klarer Begriff, für den es keine Entsprechung auf der Ordre Nouveau-Seite gibt, was eben wichtig ist zu vermerken. Ja, ich schließe da so ein bisschen an diese Frage an. Also alles, was wir jetzt auch gehört haben von sowohl Schulze-Boysen als auch von Ordre Nouveau, ist ja in den Aussagen wahnsinnig vage. Ja, da wird gegen Phrasen polemisiert, meistens mit komischen Phrasen. Was ich irgendwie, der Höhepunkt ist ja diese Metapher des Schwerts, die ja also entweder völlig nichtssagend ist oder gerade das Gegenteil von dem, was es eigentlich sagen will. Weil was produziert mehr Grenzen als Schwerter im wahrsten, also ich meine, das trennt ja, ein Schwert trennt ja. Was ist mehr trennt als eine Grenze? Also es ist irgendwie völlig kurios. Deswegen würde mich mal interessieren, Sie sagen, also gerade jemand wie Marc war dann, bezieht sich auf William Stern und Scheler. Was konkret ist von deren Theorien ist denn da eingewandert? Also außer jetzt so ein Begriff Personalismus, den ich eigentlich kaum noch wiedererkenne. Ja? Also wenn er von Stern als psychologischer Begriff genutzt wird oder sozusagen als vager Begriff gegen Individualismus bei Marc dann wieder auftaucht. Also ja. Gibt es irgendwie konkrete Bestandteile aus der Schelerschen Anthropologie oder aus Sternpsychologie, die da rübergewandert sind? Okay. Ja, Sie können das vage finden. Ich habe, zunächst mal, es ist Alexandre Marc mit dem, was er zurückbehält aus seinen diversen Quellen. Es ist Dandieu und dann wird das Ganze zusammengepackt und das ist das, was Sie über 5 Jahrgänge Zeitschrift Ordre Nouveau zu lesen bekommen und die dichotomische Methode wird auf alles angewendet, was Sie sich vorstellen können. Viel mehr Beispiele, als ich jetzt in meinem Vortrag angedeutet habe, inklusive aber wie gesagt auch Philosophie der Physik und so fort. Im Grunde genommen können wir sagen, alle diese Texte sind erschreckend kurz und erschreckend, sagen wir mal, grob gezeichnet, ja, und nicht im Einzelnen ausgearbeitet. Trotzdem ergibt sich daraus eine Art von, Dar zum Beispiel in seinen Analysen der Nichtkonformisten hat das ja also als die spiritualistische Seite dieser verschiedenen intellektuellen Gruppen gezeichnet, ergibt sich eine Art von Philosophie, die dann weiterlebt, durch Alexandre Marc auch nach dem Kriege immer weiter betrieben wird und die verschiedene andere
Autoren, die mit verschiedenen anderen Autoren auch sich kombiniert, welche ich jetzt nicht erwähnt habe, also zum Beispiel Charbonneau. Und dann ist es sogar so, dass es, also ich meine, zu denen gehöre ich nicht, aber es gibt heute auch einzelne Vertreter als Historiker, die zum Beispiel Charbonneau als einen Autor betrachten, der für die heutige ökologische Bewegung ganz entscheidende Anstöße gibt. Also, ja, es ist grob geschnitzt und es ist nicht im Einzelnen ausgeführt und das kann man kritisieren, aber eine gewisse Wirkung in gewissen Kreisen hat haben diese Texte gehabt und sogar über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Und es war ja vielleicht sogar auch Teil der Selbstinszenierung, dass man nicht diese theoretischen, konzisen Texte schreibt, sondern Manifeste, die mobilisieren, also die vielleicht auch gerade durch Deutungsoffenheit der zentralen Begriffe anschlussfähig sein können. Also wenn man sozusagen von der Intelligenz als Schwert spricht oder der Abstraktion als Aggressivität, da kann man sich ja alles Mögliche drunter vorstellen und das ist ja vielleicht gerade auch diese Art von Sprache, die offen ist für Politisierung. Ja, also dieser Text mit zur Intelligenz als Schwert, das ist eine reine Provokation sozusagen in dieser Nouvelle Revue Française. Deswegen habe ich ihn auch gezeigt, weil er so extrem ist. Da würde ich mich weniger festmachen. Wenn man wirklich die Doktrin im Einzelnen etwas ausgearbeitet sehen will, dann muss man diese 5 Jahrgänge von Ordre Nouveau lesen, wenn man sich das antun möchte. Aber Entschuldigung, aber da wird schon noch mehr ausgeführt. Aber trotzdem, jeder einzelne Artikel ist im Grunde genommen zu kurz, ist keine wirkliche Ausführung dieses Personalismus und deswegen on reste sur sa fin. Ich meine, man ist nie wirklich, man hat nie das Gefühl, dass man jetzt wirklich genug darüber gehört hat, das gebe ich zu. Auf der anderen Seite, ich halte nochmal fest, es hat ein gewisses Echo gehabt. Es sind politische Deklarationen, politisch-philosophische Deklarationen, die ein gewisses Echo gehabt haben und wie gesagt, ich meine, der Grund, warum der Nachlass von Alexandre Marc in das Archiv der Europäischen Union nach Florenz eingelagert wurde, war, dass insbesondere seine Idee des Europas der Regionen innerhalb der Geschichte der Europäischen Union eine gewisse Rolle gespielt hat und von dem ersten Archivar der Europäischen Union dann eben für so wichtig gehalten wurde, dass das getan wurde. Also, ja. Noch da eine Frage und dann. Eine kleine Frage: Eine gewisse Wirkmächtigkeit, gerade der französischen Linie dieses konservativ schillernden Gedankenguts, ist doch wahrscheinlich auch in der Pétain-Regierung wiederzufinden und ihrem ideologischen Unterbau Travail, Famille, Patrie. Oder ist das falsch? Weder falsch noch richtig. Es ist, ja, es gibt Ableger aus Ordre Nouveau oder aus anderen Non-Corisum, die bei Vichy mitmachen. Es gibt andere, die das nicht tun und Alexandre Marc als Jude geht in den Untergrund. Und, ja. Das ist überhaupt, das gilt nicht nur für Ordre Nouveau, für alle Non-Conformisten. Also während der deutschen Besatzung teilen sich die Wege der einzelnen Mitglieder. Aber ich meine, diese verschiedenen Faschismen oder Pseudofaschismen machen ja einen gewissen Gebrauch von diesem konservativen Gedankengut, das in der Tat nonkonformistisch sich nennt, aber doch im Grunde genommen eher konservativ geschwächt ist. Ja. Gut. Ja. Ich verstehe, dass Sie so viel Material hatten, dass Sie nicht auf alles eingehen können, aber gerade mehrere Sachen, worauf Sie nicht eingehen konnten, haben mich interessiert und ich nehme nur eine Aussage heraus. Ich glaube, es war 1935, ja, wo geschrieben wurde, dass die Gestapo jetzt schwierige Arbeit hatte, weil offenkundig nimmt die freie Kritik der Jugend ständig zu. Können Sie das kommentieren? Also ich kann es versuchen zu kommentieren, weil das ist natürlich Interpretation. Die Quelle ist die Quelle, ist der Brief von Harro Schulze-Boysen. Ja, aber das geht gegen alles, was ich über die Zeit weiß. Ich bin auch keine Experten, aber der Satz hat mich sehr überrascht. Also die erste Interpretation, die ich sagen würde, ist Pfeifen im Walde. Ja? Ist was? Pfeifen im Walde, er macht sich Mut. Ja, okay.
Er macht sich Mut und er muss sich als Optimist darstellen, um Chevalier möglichst bei der Stange zu halten und was ja dann nicht klappt, aber um diesen Kontakt zu halten und als Mitarbeiter, als ausländischen Mitarbeiter für irgendwelche Aktionen oder Artikel zu halten. Aber hat das ist die erste irgendeinen Bezug zur Wirklichkeit? Naja, also der Brief ist von August 35. Ab 1941 stimmt es einfach, was diese sehr große Gruppe Rote Kapelle angeht. Da ist es ja dann sogar... Wo sehr groß, also auch 100 Leute. Naja, also für unter den Widerstand ist die größte, ne? Ich weiß, man hat das Gefühl von dem Satz, dass ihr von einer viel breitere Stimmung von Unzufriedenheit spricht. Sie meinen, er will seinen französischen Kollegen überzeugen. Zweckoptimismus, ja. Okay. Ja. Ich glaube, das ist Zweckoptimismus. Also das Pfeifen im Walde scheint mir sehr offensichtlich, wenn man das in Verbindung liest mit dem im vorherigen Absatz beschriebenen Situation, zwischen Schacht und der Reichswehr auf der einen Seite und Rosenberg, Himmler und Daré auf der anderen Seite. 35 ist kein gutes Jahr. Und so, es spricht davon, es kommt ein neuer 30. Juni. Ja, ein neuer Röhmputsch. Ja. Neuer Röhmputsch. Und ich denke, der macht sich unglaublich Mut. Der saugt jedes Zeichen auf. Ich habe das ja versucht, so zu interpretieren, dass... Also da habe ich jetzt nicht einfach von Zweckoptimismus geredet, sondern habe versucht, in Rechnung zu stellen, dass es wirklich für den Zeitgenossen sehr schwer war, dieses vielgesichtige System zu durchschauen. Ja? Was die Arbeit der Gestapo angeht, da sehe ich zunächst mal keine andere Interpretationsmöglichkeit als Zweckoptimismus. Ja, aber ich würde schon auch sozusagen verkoppelt mit sozusagen Dynamiken im Regime, die man vielleicht so deuten kann, wenn man das möchte. Aber, vielleicht darf ich noch eine letzte Frage stellen und wenn sich noch jemand rühren mag, dann vielleicht jetzt und wäre eine Frage und ansonsten würden wir danach die Diskussion vielleicht beschließen. Aber für die deutsche Debatte ist ja der Generation sehr prägend gewesen. Ja. Und wenn ich die Texte richtig erinnere, auch der französischen Seite, kommt er da ja auch vor. Auch Olivier Dahl argumentiert ja mit sozusagen verschiedenen Generationen und das erklärt auch sozusagen, wie die seiner Sicht, wie die sich jeweils aufstellen und auch wie unterschiedlich die Wege dann verlaufen, wenn man sozusagen in welchen Teilen dieser Generation sich diese Akteure ansiedeln. Wie würden Sie das, es wäre ja ein Element, um auch zu fragen, gibt es sozusagen eine Generation der Sachlichkeit in Europa, zu denen diese Leute gehören, oder passt das überhaupt nicht, wenn man es transnational betrachtet? Stößt man da sofort an Grenzen, weil das viel zu vielfältig ist? Weil allein die Figuren, die Sie gezeichnet haben, sind ja schon in sich auch wieder sehr unterschiedlich. Die sind sehr unterschiedlich, sind im Wesentlichen eine sehr enge Kohorte, mit Ausnahme von Dandieu, der deutlich älter ist. Aber solche Begriffe wie Generation der Sachlichkeit, das ist mir viel zu allgemein. Ich meine, wir dürfen ja nicht übersehen, mit wem wir es hier zu tun haben. Wir haben es, also auf der einen Seite hatte ich Harro Schulze-Boysen herausgegriffen, weil er eben eine so interessante politische Aktivität entfaltet. Aber auf der anderen Seite haben wir eben diese, ich möchte fast sagen, elitäre intellektuellen Gruppe in Paris. Das sind Leute, die aus einem ganz bestimmten Bildungssystem stammen, das es in dieser Form in Deutschland ja auch gar nicht gibt, die in dieser Richtung auch weiterarbeiten. Und da kann ich nicht von einer ganzen Generation reden. Das ist auch das, was mich, also ich habe ja immer bei Dahr, ich meine, Dahr hat den großen Vorteil in seinen Analysen, unglaublich viel Material und sehr, sehr viele Personen gleichzeitig im Blick zu haben. Das erkenne ich im höchsten Grade an und
gebe zu, dass ich das selber in derselben Weise nicht schaffe, aber die Gefahr ist, dass er dadurch eben auch versucht, allgemeine Begriffe drüber zu legen, die mir dann, wenn ich solche eher kleinen Analysen mache, nicht wirklich eingelöst werden könnten. Das wäre meine Reaktion darauf. Okay, ja, wenn keine Fragen mehr sind, dann vielen herzlichen Dank für den spannenden Vortrag. Ich danke Ihnen. Diskussion.